Seid ihr bereit? Ja, bereit? Ja. Okay. Läuft schon? Hallo zusammen. Heute, am letzten Tag der Europameisterschaft, ein wirklich, wirklich super, super schöner Abschluss. Schaut euch die Medaillen an. Schaut euch an. Super. Klasse. Und dazu, was unglaublich ist, in der Staffel. Seit 12 Jahren haben wir jetzt endlich mal eine Medaille geholt. Also um der 3000 Hindernislauf der Männer haben wir ja schon angesagt, eine Goldmedaille geholt. Also sensationell. Die Damen in ihrer Staffel eine Silbermedaille und Alexander seine Goldmedaille. Wie fühlt ihr euch? Sag mal, wie fühlt ihr euch? Boah, ich weiß es gar nicht. Es ist unbeschreiblich. Unbeschreiblich, ohne Worte. Ich kann es einfach nicht beschreiben. Das ist eine. Wir haben auf eine Medaille gehofft und wir haben es geschafft, Silbermedaille zu holen. Also das ist einfach eine unglaubliche Überraschung für uns alle und toll. Ich habe das noch gar nicht richtig realisiert, sagt die. Ich fühle mich wie Nadine geschaut hat. Das ist ein sensationelles Gefühl. Ist unbeschreiblich, ich weiß nicht, man kann es einfach nicht in Worte fassen, gar nicht. Also ich muss eigentlich darauf nochmal, eigentlich heute Morgen hatte ich schon mal überlegt, ne, ich möchte unter 50 laufen, unter 50 Sekunden, 49 oder 48, naja, vielleicht ist das doch möglich, ne? Und wir haben dann alles gegeben und Freunde habe ich geschickt, ja komm, ihr schafft unter 50, ne? Bestzeit vielleicht sogar noch zu holen, das wäre genial und jetzt haben wir Realität ist da, wir unbeschreiblich. Wir haben 48 Sekunden und und du, Alexander? Ja, du hattest ja gestern im Interview mich ja schon gefragt. Ich habe gesagt, ne, ich werde natürlich eine Medaille holen, hoffe ich. Und es hat geklappt und er hat seine Versprechen erfüllt. Und ich freue mich besonders, dass die Frauen das geschafft hat. Also zweite Medaille geholt haben und wunderbar. Also wir als Team, also ganz toll, ganz toll. Also das ist so mein Glückwunsch nochmal. Und heute haben sie ja Medaille geholt. Heute Deutschland, Medaillenspiegel, gucke ich mal. Überraschend haben wir durch die Goldmedaille auch den 4. Platz im Medaillenspiegel erreicht. Das war unerwartet, dass wir diesen Platz überhaupt schaffen können mit dem Teilnehmerfeld. Und das war sensationell. Wir haben überlegt, wie kriegen wir das hin, ne? Und ihr habt es geschafft. Wirklich, wirklich gut. Jetzt ist das leider zu Ende, die Europameisterschaft. Aber es ist ein toller Abschluss für euch. Und ich hoffe mal, dass ihr in Zukunft weiter uns erhalten bleibt in der Leichtathletikmannschaft und Nationalmannschaft, wäre toll. Ja, toi, toi, toi. Dann wir das ganze Team, die ganze Nation gratuliert euch und sind ganz stolz auf euch. Tschüss. Tschüss.